Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Im Laufe der letzten Zeit haben mich vermehrt Nachrichten erreicht mit der Bitte, ob ich nicht mal wieder ein Video zu dem Thema Erstausstattung für Reborn-Babys machen könnte. Und ich dachte, okay, ich gehe jetzt einfach nochmal auf dieses Thema ein. Ich habe tatsächlich zwei Videos zum Thema Erstausstattung auf meinem Kanal schon online gestellt und auch schon ein Video zum Thema, was braucht ein Reborn-Baby wirklich, hochgeladen. Ich verlinke euch gerne alle Videos hier oben in der Infocard. Und heute wollte ich einfach nochmal auf das Thema, was braucht ein Reborn-Baby wirklich, eingehen. Um es ganz kurz, knapp und knallhart zu sagen, ein Reborn-Baby braucht absolut gar nichts. Trotzdem kann ich nachvollziehen, dass man eine gewisse Basis schon haben möchte, dass man gerne einkaufen gehen möchte, aber ich kann euch aus eigener Erfahrung nur empfehlen, erstmal zu warten, bis euer Reborn-Baby da ist. Wenn ihr das Baby von einer Rebornerin selbst gekauft habt oder halt von einer Sammlerin, die ihr vielleicht schon auf Instagram und Co. kennt, dann wird wahrscheinlich bei dem Baby ein gewisses Basis-Equipment dabei sein, wo natürlich dann auch direkt ganz, ganz viele Fragen für euch beantwortet werden, wie zum Beispiel das Thema Kleidergröße, Windelgröße und ähnliches. Generell ist es halt einfach so, dass ihr natürlich, wenn ihr jetzt als allererstes ein Reborn-Baby habt, auch für euch selbst entscheiden müsst, beziehungsweise erstmal selber sehen müsst, wie möchtet ihr dieses Hobby ausleben? Möchtet ihr mit dem Baby rausgehen oder möchtet ihr lieber euer Hobby für euch bei euch zu Hause ausleben? Und dafür braucht ihr natürlich auch Zeit und natürlich auch Geduld. Das Baby wächst nicht, das Baby braucht auch die ganzen Sachen nicht von jetzt auf gleich und so fort. Und das ist halt einfach auch der Knackpunkt, weswegen ich mich so schwer tue, euch so ein Basis-Equipment zu zeigen oder euch so zu sagen, das müsst ihr jetzt kaufen für euer Reborn-Baby, weil Fakt ist, wenn man das allererste Mal ein Reborn-Baby bekommt, weiß man einfach noch nicht, ob dieses Hobby etwas für einen ist oder eben nicht. Auch mein Hobby, so wie ich es jetzt hier auslebe und wie ihr es hier in den Videos seht, ist nicht von jetzt auf gleich entstanden, sondern es hat sich im Laufe der letzten Jahre, sogar schon fast Jahrzehnte, entwickelt. Ich habe auch ganz, ganz klein angefangen mit einem Reborn-Baby und habe dann das Baby in meinem Zimmer gehabt, habe einen Wäschekorb damals gehabt für das Baby als Bettchen, bis ich dann halt die Wiege bekommen habe, wo halt auch ich schon als Baby drinnen lag. Die haben meine Eltern aufbewahrt, deswegen konnte ich die dann halt letztendlich nutzen. Ja, und dann ist halt im Laufe der Jahre immer wieder hier und da was dazugekommen, bis ich letztendlich halt hier dieses Babyzimmer bekommen habe. Und halt auch hier habe ich jetzt in dem Sinne Jahre gebraucht, um das Zimmer für mich, für meine Sammlung, für mein Hobby einzurichten bzw. zu perfektionieren. Von daher kann ich euch einfach nur empfehlen, wartet erstmal in Ruhe ab, bis euer Baby eingezogen ist und dann könnt ihr immer noch loslegen und immer noch für euer Baby einiges kaufen. Aber ich würde sagen, ich zeige euch jetzt einfach mal das, was ich jetzt so ein bisschen rausgesammelt habe als Basis-Equipment, was ich euch empfehlen kann. Als allererstes, und das kann ich euch wirklich von Anfang an auch empfehlen, und das könnt ihr auch beruhigt und getrost vor dem Einzug eures Reborn-Babys kaufen, sind zum einen ein Pinsel, ein ganz normaler Kosmetikpinsel. Den braucht ihr einfach, um euer Reborn-Baby reinigen zu können, indem ihr euer Baby halt von Zeit zu Zeit einfach mal abpinselt, wenn dann Staub sich angesetzt hat. Ansonsten braucht ihr absolut gar keine Pflegeprodukte. Wenn ihr ein Baby habt mit Haaren, also wenn die Haare geroutet worden sind und ihr kein Painting habt, dann empfehle ich euch natürlich eine Bürste. Die bekommt ihr in jedem Drogeriemarkt. So eine Babybürste ist das. Und ich empfehle euch von Anfang an auch direkt das
Spray von One Surreal. Das ist das More Hair Pflegespray. Das verlinke ich euch gerne mal unten in der Infobox. Das ist wirklich ein Must-Have von Anfang an, weil ihr mit diesem Spray wirklich die Haare richtig, richtig gut gepflegt bekommt. Je nachdem, wie ihr mit dem Baby interagiert, reicht das einmal im Monat. Also ich mache es jetzt auch absolut nicht mehr. Oder wenn ihr merkt, die Haare werden so ein bisschen strubbelig beziehungsweise stehen überall ab, sag ich jetzt mal, und ihr bekommt sie halt mit normalen Bürsten in dem Sinne nicht mehr gebändigt, dann könnt ihr das halt einfach auch nochmal verwenden. Aber ansonsten reicht wirklich einmal im Monat. Windelmäßig ist es halt einfach so, je nachdem, was ihr möchtet. Wenn ihr Wegwerfwindeln benutzt, dann müsst ihr natürlich abwarten, welche Größe das Baby hat. Wenn ihr schon wisst, wie groß das Baby vom Körper her ist, dann könnt ihr bei Stoffwindeln beispielsweise schon eher zuschlagen. Beispielsweise die Pop-in-Newborn-Windeln sind super toll für Babys. Ich sag jetzt mal, bis einer Körpergröße von 56 cm. Ansonsten bei Wegwerfwindeln müsst ihr halt warten, welche Größe das Baby letztendlich hat. Ich kann euch da aber empfehlen, bei Rossmann ist es oft so, dass man dort Zweierpack Wegwerfwindeln bekommt in verschiedenen Größen, dass ihr euch da einfach mal die zwei kleinsten Größen kauft und die erstmal dann hinlegt und abwartet, bis das Baby dann da ist, und dann könnt ihr halt austesten. Dann Thema Schnuller. Auch das ist etwas, die meisten Babys haben Schnullis dabei, wenn sie halt letztendlich zu euch kommen und bei euch einziehen. Aber ich kann es auch verstehen, wenn man dann doch sagt, man möchte gerne den ein oder anderen Schnulli kaufen. Und da würde ich euch empfehlen, einfach nur auf ein Zweier-Set erstmal zu reduzieren. Schaut euch da einfach auch im Drogeriemarkt um. Da gibt es ja eine Vielzahl an Schnullis. Und da einfach nur erstmal ein Zweierpack kaufen und abwarten. Als nächstes empfehlen kann ich euch eine Decke und ein Spucktuch. Das habe ich jetzt nicht hier dabei. Auch das sind Sachen, die ihr schon im Vorfeld kaufen könnt, bevor das Baby bei euch eingezogen ist, weil das kann man immer benutzen und das ist halt individuell letztendlich. Und ihr könnt natürlich schon Socken kaufen. Da würde ich euch 2 bis 3 Paar empfehlen. Die meisten Sockenpacks sind so 2 bis 3er Packs. Von daher reicht da halt auch, wenn ihr euch da ein Pack kauft und dann ist gut. Und dann kommen wir tatsächlich zum Thema Kleidung. Wenn ihr nicht abwarten könnt, dann würde ich euch immer so die nächstgrößere Größe empfehlen. Das heißt, ist euer Reborn Baby 52 cm, dann kauft die nächste Größe, also Babygröße 56. Ist euer Baby 48 cm, dann kauft die nächste Größe, also Babygröße 50. Das ist immer so ein Richtwert, den ich euch mitgeben kann, was auch meistens dann auch passt. Für den Anfang kann ich euch so um die 2 bis 3 Outfits empfehlen. Stellvertretend habe ich jetzt hier einfach mal diesen Strampler genommen. Da ist halt ein Pullover mit bei als Outfit. Oder halt eben diesen Handmade-Strampler. Da könnt ihr einen Langarm-Body drunter anziehen. Oder halt eben hier dieses zweiteilige Set Hose und Langarm-Body. Das habe ich jetzt vergessen mit rauszupacken. Aber zum Beispiel ein Langarm-Body wäre jetzt auch gar nicht so schlecht. Wenn ihr euch dafür eine neutrale Farbe entscheidet, wie zum Beispiel weiß, könnt ihr diesen Body dann auch jederzeit zum Drunterziehen nutzen. Dann habe ich hier noch eine Mütze mit ins Basispaket reingepackt. Und dann als allerletztes, wenn ihr halt eben keine Jacke haben möchtet, dann kann ich euch noch einen Schneeanzug empfehlen, halt für
den Winter jetzt, wenn ihr mit dem Baby halt jetzt schon rausgehen möchtet. Große Sachen wie Bettchen, Kinderwagen, Maxi-Cosi, solche Sachen, das habe ich jetzt alles komplett rausgelassen. Das braucht ihr am Anfang absolut gar nicht, weil, wie schon gesagt, ihr am Anfang wirklich erstmal für euch entscheiden müsst, wie ihr das Hobby ausleben möchtet. Und solange ihr diese Entscheidungen an sich nicht getroffen habt, würde ich euch an dieser Stelle auch nicht empfehlen, solche hochwertigen oder großen Anschaffungen zu machen, weil das ja auch alles mit Geld verbunden ist. Und so habt ihr hier jetzt ein kleines Basispaket für euer Baby zusammen, das ihr aber dann auch problemlos wieder verkaufen könnt, beziehungsweise dem Baby dazu packen könnt, wenn das Baby dann doch bei euch wieder ausziehen sollte. Ich weiß nicht, warum ich mich so schwer gerade tue, dieses Video abzudrehen, aber es fällt mir echt gerade schwer. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, auch an alle erfahrenen Reborn-Sammlerinnen, was für euch noch an Basissachen dazu gehören, wenn ein Reborn-Baby bei euch einzieht. Ich hoffe, das Video war hilfreich irgendwie. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut oder geschaut habt. Und dann sehen wir uns ganz, ganz bald wieder.